damit zum zweiten Mal für diesen Tag. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Staffel 2 Torchlight 1. Und irgendwie kommt das mir jetzt so riesig vor. Ich stelle mal mein Bildschirm ein bisschen zurück. Ja, tu das alles ein bisschen näher hinrichten und. Und ja, in der letzten Folge hatten wir hier kein Portal. Doch, eigentlich schon, oder? Wir hatten hier doch... Hä? Komisch. Drück mir mal A. Nö, wir hatten nur das, dieses eine Portal... Portälchen. Und, jetzt fängt diese ganze Vorbereitungszeit wieder an. Also, jetzt nicht, dass ich als schlimm empfinde. Nö, mir macht das Ganze ja auch Spaß. Aber jetzt die ganze Vorbereitung wieder für nächste Woche, weil wir ja... Oh, scheiß Löffel. weil ich ja nächste Woche wieder arbeiten muss. Außer mich zerfickt jetzt komplett. Was ich vermute, weil ich fühle mich schon irgendwie ein bisschen am Kränkeln, was ich nicht geil finde. Oh. Einfach weil meine komplette Nase irgendwie zu sein wird, vermute ich dann mal. Und. Ich bin schon gespannt. Also, es ist echt geil wieder. Ich bin am Überlegen, wie viele Folgen ich heute aufnehme. Dies, das, ne? Nee, da waren. Gehen wir rechts oder links? Schreibt doch mal in die Kommentare. Nein, ich geh erst hier lang. Und ich glaube, hier müssen wir oder sollten wir zum. Eigentlich die ganze Zeit. Alter, zieht euch das mal im Hintergrund ein. Das sind. Ist die Spannung, die zwischen uns gerade entsteht. Zwischen der Kluft und mir natürlich. Also ich bin schon. Ich finde es geil, dass das so gemacht wurde. Und ich muss mir hier erstmal Platz schaffen. Hier liegt irgendwie alles im Weg. Ja, kann man nichts machen, ne? Ah, nö. Und, ja, wir brauchen ja, beziehungsweise ich brauche ja wieder ein Thema, über das ich reden, tun möchte. Und das wäre dann jetzt mal Elysium. Ein meiner Meinung nach schöner Film. Gibt natürlich auch viele Stärken und Schwächen, die der Film hat. Aber zum... Ich würde sagen, wer auf so Science-Fiction-Zeug steht, der sollte sich auf jeden Fall reinziehen. Ich weiß nicht mal, ob das ein Science-Fiction-Zeug ist oder nicht. Boah, Alter. Ich muss mal hier gerade etwas leiser drehen. Weil ich gehe mit einem Aux-In-Kabel gehe ich in meine Anlage rein. Beziehungsweise CD-Player, wie ihr es nennen wollt. Mir eigentlich egal, wie ihr sowas nennt. Und, boah. Ja, ich war... Also, ich habe das jetzt geuploadet, das Video. Das ich vorhin aufgenommen habe. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Los, fick ihn doch einfach, den Sparko. Wir haben Ruhm erlangt. Schön. Was? Nehmen wir den hier mal.
Dann drücken wir mal am besten Fünf. Jetzt muss ich jetzt genau so. Schnell alles mitnehmen. Und ja, Elysium, ja, Ende war so ein bisschen traurig, sei jetzt mal so, weil ich will es jetzt nicht spoilern, aber er, er verreckt einfach elendig. Und nur weil er hier so eine Taste gedrückt hat, nur weil er Enter gedrückt hat, verreckt der. Also irgendwie ein bisschen schwaches Ende auf jeden Fall. Aber trotzdem finde ich ihn ganz gut. Ihr Begleiter ist geflogen. Und tut mir leid, wenn ich es jetzt schon gespoilert habe, das Ende, aber hat sich jetzt nicht vermeiden lassen irgendwie. Und was mich gerade auch ganz schön traurig gestimmt hat, also boah, wiederum halt, wie geben wir unserem Begleiter? Nee, das war's nicht. Das war's nicht. Wie gebe ich? Nein. So geht das. Ja, ja. Da gibt es bestimmt auch so eine vereinzelte Taste oder so dafür. What the fuck? Wir sind voll am Verrecken gerade. Einfach. Saremo, konzentrier dich. Alter, voll das Genatze hier. Nein! Nein! Fuck! Oh. Nein! Entschuldigung, ich musste. Ich war. Es tut so weh. Ich verstehe es nicht. Na gut, wir haben ja das Gold, ne? Wir starten einfach hier, wobei hätten wir auch in der Stadt starten können. Wobei 66.000, knapp 67.000 Gold. Hätte ich das jetzt im Real Life, ja, würde ich mich ultra drüber freuen und keine Ahnung. Nee, aber gerade, ich habe ja nach neuen Projekten gesucht, die Zeit über, also die Woche über, die 3 Wochen. Und also die 2, weil eine Woche war ja irgendwie mein Rechner total am Arsch. Und ja, dann habe ich es eben so gemacht. Also stehen jetzt 2-3 Spiele zur Auswahl. 2-3 geile Games. Und eins fällt schon mal raus, was ich sehr gerne gezockt hätte, weil es einfach ein unglaublich episches Rollenspiel sein sollte. Und ich da allerdings einen Bug habe, den nicht nur ich habe zum Glück, ich habe im Internet ein wenig geforscht und da hat sich herausgestellt, oh, Lag, dieser Lag kann mich mal am Arsch lag, schlecht. Und ja, also das Spiel startet ganz normal, dies, das, ne? Und beim ersten Ladescreen reagiert das Spiel auf einmal nicht mehr. Dann muss ich nur die Enter-Taste drücken, komme auf dem Desktop wieder zurück und muss aufs Icon wieder gehen und dann starte ich da an derselben Stelle, wie ich aufgehört habe. Also es dann kommt eben erst der richtige Ladebildschirm, was mich eigentlich schon tierisch abfuckt. Aber was soll man machen, ne? Und jetzt mal mit mehr Concentration. Ich bin verletzt.
What? Oh, Motherfucker, in der nächsten Folge geht's weiter. Tschüssikowski.